Hallo zusammen. Mich hat das mal wieder raus in die Natur gezogen und ich habe die Kamera mitgenommen. Ja, und jetzt habe ich gleich schon wieder eine essbare Pflanze gesehen und ja, jetzt zeige ich euch mal die kleine Braunelle. Die kleine Braunelle kann bis zu 30 cm hoch werden und ich hoffe, ich kann das filmen. Seht ihr das hier? Das sind die oberirdischen Ausläufer. Ja, das hier, der kleinen Braunelle. So verbreitet sie sich. Ja, und jetzt hole ich mal eine raus, um euch die Pflanze genauer zu zeigen. Der Stängel ist leicht vierkantig. Sieht man nicht so gut. Und er ist auch ganz leicht behaart. Ich muss mal gucken, wo man das vielleicht... Ja, könnte man ein bisschen sehen. Vielleicht sieht man es hier gut. Ja, man dürfte es ein bisschen sehen. Ja, die Blätter sind gegenständig. Stehen sich also immer gegenüber. Der Blattrand, der ist ganz randig, aber teilweise auch eingebuchtet. Ich zeige euch gleich noch eine andere Pflanze. Da kann auch mehr eingebuchtet sein. Ja, und hier oben, direkt oberhalb der letzten beiden gegenständigen Blätter, sitzt dann die Blüte. Das sind so kleine Lippenblütler. Kleine Lippenblüten. Ja, vielleicht finde ich gleich eine Pflanze, wo man es noch besser sehen kann. Und seht, hier oben ist die Pflanze leicht behaart. Die Blätter können auch vereinzelt behaart sein. Ja, hier jetzt nicht. Was ich noch vergessen habe zu sagen, in Bezug auf den Stängel, er ist grün, kann aber auch leicht rötlich überlaufen sein. Da sieht man es. Ja, und hier, die Blätter sind eiförmig bis elliptisch. Das war schon fast pfeilförmig. Sieht man denn nochmal ein schönes hier? Da könnt ihr es nochmal besser sehen, die Blüten. Ja, ich glaube, hier sieht man auch die leichte Behaarung. Ja, unrelevant eigentlich. Alle überirdischen Pflanzenteile sind essbar. Ja, und damit war es das auch schon zu kleinen Braunelle. Macht's gut.